Hallo, ich bin die Hani. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und an alle meine Abonnenten und Zuschauer, die mich schon länger verfolgen. Schön, dass du hier eingeschaltet hast zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es ist schon wieder soweit, es ist schon wieder Februar, ist bald rum, ne? Aufgebraucht von dem Monat Februar. Ja, der Februar geht immer schnell, weil der relativ kurz ist, ne? Und wenn ich mir das hier so angucke, wird es wohl wieder zwei Videos geben. Ja, weil ich kann immer nur bis zu 40 Minuten hochladen. Manche machen ja Aufgebrauch von über eine Stunde. Geht bei mir nicht. Da sagt mein Handy. Handy sagt nein. Ist nicht möglich. Geht nicht. Ne? Und deswegen muss ich halt immer zwei Videos draus machen. Ich denke, das wird heute auch wieder so sein. Ja, und ja, das ist eine Sache, die ich hier so treibe. Möchtest du sehen, was ich hier noch so treibe? In den Infokarten. In dem gesamten Video siehst du, was ich hier noch so mache, ne? Dann würde ich mich richtig über einen Kanal freuen. Ist klar. Über ein Abo freuen für meinen kleinen, aber feinen Kanal, ne? Glöckchen anmachen, nicht vergessen. Ja, und ne? Und bei Instagram bin ich auch. Das siehst du gleich. Da wird gleich was aufflappen hier. Flumm, ne? Und ja. Und ich würde sagen, ach Gott, ich wiederhole mich. Sorry, Leute, ich bin halt ein bisschen. Ich fange jetzt einfach mal an, ne? Ohne lange rumzusnacken. So, ich fange natürlich wieder, wer mich schon länger verfolgt, weiß es, mit Mundhygiene an. Und zwar Zahnpasta. Ist noch ein bisschen was drin, ne? Guckt mal, von Procodent. Und ich habe hier so einen Spender, ne? Und dann tue ich das immer so, immer bis zum letzten Rest runterrollen. Müsst ihr mal gucken. Ich bin mir sicher, das gibt es bei Amazon, das Ding. Und ich habe es bei Wish damals bestellt, ne? Und ja, und dann mal so lange runter, bis nichts mehr rauskommt, drücken, wird noch aufgebraucht. Von Procodent, die Zahnpasta-Kräuter nehme ich immer, die Marke von Rossmann, ne? Und die ist immer am Start, ne? Ist zwar auch teurer geworden, aber ist noch mit das günstigste Produkt, ne? Ja, und ja. Ja, einmal Procodent Zahnpasta. Und dazu nehme ich immer gerne diese Mundspülung von Bevola. Ich liebe es mit Alkohol, weil ich habe danach ein besseres Gefühl, dass mehr so Keime und Bakterien absterben. Ne? Bevola gibt es bei Kaufland und ist relativ, ihr seid ja so dunkel heute hier. Also, Hani und ihr Ringlicht, ne? Kommt nicht klar. Was ist denn jetzt? Gut, heller geht's nicht. Okay, ich habe noch mal ein bisschen runter. Ist auch geil. So, ja, 500 Milliliter gibt es bei Kaufland. Ne? Das ist die Kaufland-Marke, ist bei mir immer am Start. Ist so eine Empfehlung. Ja, manche schwören halt richtig auf Listerine, aber Listerine ist mir persönlich zu teuer. Also ich glaube, man bezahlt jetzt mittlerweile für Listerine 4 Euro, weil ja alles teurer geworden ist. Ne? Selbst das billigste Toilettenpapier von Alouette. Ne, es ist halt alles ganz schön extrem teurer geworden, muss ich mal sagen. Und deswegen, das reicht mir vollkommen so. Ich würde niemals fast 4 Euro für ein Mundwasser ausgeben. Ne? Und ich finde Listerine ganz schön stark. Das ist halt nicht ganz so stark. Es war auch mit Alkohol, aber es geht. So, dann kommen wir zu Masken. Masken. Weil ich mache ja immer so, zweimal die Woche gibt es immer Creme-Maske. Immer mittwochs und freitags. Und sonntags, ne, bevor ich mal anfange, hier, Sonntag ist ja immer mein Videodrehtag, bevor ich dann immer anfange, mache ich dann mir immer eine schöne Tuchmaske, ne, einmal die Woche. So, ich würde sagen, ich fange da mal an. Von dem Alverde, so langsam sind die ganzen Winter-Weihnachtsprodukte aus den Kalendern, Alverde, Isana, ne, die werden, sind jetzt so langsam alle gegangen, habe ich aufgebraucht, dieses Hydrofeuchtigkeit spendende Maske. 5 Milliliter steht hier, die war komisch. Ich bin begeistert von den Alverde-Produkten, ne, aus dem Adventskalender, aber die war komisch. Die hatte so eine gelige Konsistenz und die solltest du mit einem Tuch abnehmen oder einmassieren. Ging nicht. Also die ist vollkommen eingetrocknet, da konntest du nichts mehr einmassieren. Und wenn du es versucht hast, hat die übelst gekrümelt. Und mit dem Tuch abzunehmen ging auch nicht, weil die hat übelst gekrümelt. Da dachte ich so, was ist das für ein Scheiß? Also die war nichts, ne? Feuchtigkeitsspende Maske
Die fand ich jetzt nicht gut. Ich habe die trotzdem alle gemacht, weil ich dachte, komm, 5 Milliliter hast du schnell aufgebaut, wird 2 Anwendungen, 3 Anwendungen oder so gereicht. Habe ich dann so gemacht, habe ich mir raufgegeben und habe sie mit warmem Wasser abgewaschen. Ne? Also, ich fand die, also, das ist schon ein Flop-Produkt. Die fand ich jetzt nicht so toll. Dann fand ich toll aus dem Isana Adventskalender Verwöhnmaske mit Plätzchenduft und Macadamiaöl. Die war toll, ist für jeden Hauttyp geeignet und die roch wirklich süß nach Plätzchen. Ne? Hat jetzt nicht so viel gemacht. Es war einfach bloß eine Verwöhnmaske, die so ein bisschen, solltest dich halt ein bisschen entspannen mit einem angenehmen Duft. Ne? Ja, sollte so ein bisschen die Haut pflegen, die Gesichtshaut wegen der kalten Winterzeit. Ja, ist ja nun bald vorbei, der Winter, und so richtig Winter war ja nun auch nicht. Ne? Also, das, was da draußen abging mit dem Sturm und Regen, das war für mich kein Winterwetter, das war Herbstwetter. Also, Winterwetter hatten wir im ganzen Januar und Februar nicht gehabt. Ja, milde Temperaturen, aber trotzdem fand ich gut, hat mir sehr gut gefallen. Daumen nach oben. Dann habe ich hier von Dermaroller Mask intensive Hyaluronic Moisturizer. Die soll man fast 20 bis 30 Minuten oben lassen. Die war in Ordnung. Aber ja, was sollte die machen? Bisschen auffloppen, erfrischend wirken. Die habe ich aus dem Parfüm Dreams Adventskalender. Da waren 3 Masken drin. Das weiß ich noch. In einem Türchen waren 3 Masken drin. Ne? Ja, ist in Ordnung, aber ich würde mir die jetzt so nicht nachkaufen, ne? Ja, war okay. Also, Dann habe ich Facial Sheet Mask mit dem süßen Rentier. Habe ich ja auch eine Verlosung draus gemacht, ne? Und ich lasse dir mal das Video oben durchlaufen, aber die Verlosung ist zu Ende. Ne? Da könnt ihr leider nicht mehr mitmachen, aber wer das jetzt nicht gesehen hat und neu ist hier auf meinem Kanal, kann mal gucken. Ich teste nämlich so eine Motivtuchmasken. Ich habe erst überlegt, die Rubrik aufzugeben, weil zu wenig Aufrufe, aber dann haben mir doch sehr viele geschrieben, nein, ich möchte das trotzdem gerne von dir sehen, ne? Mit den Motivmasken. Dann mache ich es jetzt halt weiter, ja, weil es doch einige gibt, die es gerne gucken. Kannst du dir mal angucken, ich lasse dir oben durchlaufen. Richtig gute Qualität von Sense. Sense, das ist die Marke, die gibt es in diesen Billigshops wie Thomas Philips. Dobby Teddy. Ich weiß nicht, im Action gibt es die, glaube ich, auch. Ne? McGuides, Rudis Restaurante, keine Ahnung wo, ne? Was es so für Shops bei euch so gibt. Und habe ich geschenkt gekriegt von meiner Mutti. Ich glaube schon mal sagen. Und die war gut, Top-Produkt. Ja, die sind für den ersten Moment toll. Immer so eine recht preisgünstigen Masken mit den Motiven ist witzig. Nette Geschenkidee auch. Kann man mal machen. Aber ich glaube, so einen ganzen Tag hält es auch nicht an. Aber fand ich trotzdem gut, ne? Dann habe ich aus dem Body Shop Adventskalender habe ich diese Glow Sheet Mask. Soll man nach 15 Minuten hydrated, awaken, youther, also sollte so ein bisschen das Gesicht auflocken lassen und dass du danach ein bisschen munterer aussiehst, ne, für müde Haut, Feuchtigkeit spenden. Also fand ich gut. Das Vlies war auch recht dick, war angenehm, muss ich sagen. Hat gut mit meiner Haut also gemacht. Also das sah schön aus, meiner Haut, ne? Und ja gut, ich habe sowieso von Natur aus schöne Haut. Aber ich brauche auch so eine Masken gar nicht machen. Aber ich mache es trotzdem, ne? Weil ich halt das so mag. Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Gutes Produkt, Daumen nach oben. Vitamin C Maske auch, ne? Dann habe ich heute früh, habe ich von Garnier Skin Aktiv Nutribomb Pflegemilchtuchmaske für trockene, müde aussehende Haut. Ja, ich habe jetzt irgendwie die Nacht nicht so gut geschlafen. Und ich sah auch recht müde und verdremmelt und blöd aus. Aber die war gut. Ja. Ich hab es gab einen Garnier-Tuchmasken-Adventskalender. Ne? Also 12-Tages-Adventskalender. Kann ich dir auch mal hier oben durchlaufen lassen. Ne? Also, und da waren zwar doppelte Masken drin, die anderen habe ich weitergegeben, aber die war gut. Also es war so viel Serum drin, ich hätte die Maske noch mal reinstecken können, hätte das die Safe noch 2, 3 Mal nutzen können. Ich habe es jetzt so gemacht, ich habe mir das Serum ungefüllt in ein leeres Pöttchen und da habe ich noch so ein kleines leeres Pöttchen noch voll gekriegt und das war toll. Also das hat so richtig, das Gesicht war wirklich wach, sah ich aus und richtig schön glänzend. Also das hat so einen richtig schönen Glow gemacht, ne? Und
Wie gesagt, habe ich mir ins Pöttchen umgefüllt. Ich werde das Serum noch weiterhin nutzen, aufbrauchen. Und die war wirklich gut. Also Daumen nach oben. Aber Garniertuchmasken sind generell immer mega, ne? Ja, ihr Lieben, das war's jetzt so mit Masken. Dann habe ich hier von Garnier Skin Aktiv, was auch mit in dem Kalender mit drin war, eine Tuchmaske für die Augen, die so banditenmäßig aussieht, ne? Lässt man auch 15 Minuten um gegen geschwollene Augen. Kokoswasser, Hyaluronsäure war gut. Also meine Augen sahen danach gut und munter aus, ne? Also kann ich mich jetzt nicht beklagen, kann ich nichts Schlechtes gegen sagen. Wie gesagt, ist halt Garnier, ne? Und noch mehr aus dem Kalender habe ich auch diese Augenpads. Also die waren auch mega mit Cooling-Effekt. Die habe ich vorhin erst, genau, weil wie gesagt, ja, letzte Nacht schlecht geschlafen. Ich sah auch wirklich müde aus, reduziert Tränensäcke, Augenringe, Orangenextrakt und Hyaluronsäure. Vorher natürlich lege ich alle Augenpatches, Masken, wie auch immer, in den Kühlschrank und die war schön kühl. Und die hat schön gemacht. Und danach war so viel Serum noch übrig, das habe ich mir so eingeklopft. Danach braucht man zusätzlich immer auch keine Augencreme nochmal nehmen. Ne? Da reicht dieses Serum zu, wenn man sich das einklopft. Ich sah frisch und munter aus. Man sieht das ja jetzt so gut. Ich bin jetzt auch geschminkt, ne? Concealer oben und so. Jetzt sehe ich munter aus, aber ich sah heute früh wirklich fatal aus. Ich kann euch das sagen. So. Fußpeeling. Auch aus dem Alverda Adventskalender. Bio-Ingwer, Bio-Zitrone. War jetzt nicht so der Oberknaller-Burner. War okay. Da sind so ein bisschen die Peelingkörner dran vorbeigelaufen. Also, ja, ne, kann man mal machen. Trotzdem, ich liebe den Alverda Adventskalender. Der ist nächstes Jahr wieder safe mit am Start. Ne? Also, das sage ich euch, den zeige ich euch und boxe ich euch wieder. Ich freue mich schon, wenn es losgeht mit der Zeit. Ja, es ist schon wieder soweit. Aber das war jetzt nicht. Ja, kann nicht immer alles schön sein. 20 Milliliter war auch relativ schnell aufgebraucht. Einmal die Woche habe ich mal Fußpeeling gemacht. So, dann kommen wir zu meinem Gesichte. Gesichte, Gesichter. Da habe ich eine Tagescreme ausgebraucht. Auf dem Nivea, aus dem Nivea Adventskalender. 50 Milliliter einmal diese Rosenblüte 24 Stunden Tagespflege. Gelcreme mit Rosenwasser wieder rund. Die war und der Geruch. Ich roch so gut. Das roch, der roch wie Weichspüler. Also ich habe mir wirklich schön gib ihm, ne? Also ich habe wirklich immer ringelangt in den Pott und schön. Aber ich habe mir dann noch den Hals und ein bisschen mehr Dekolleté mit drunter, so ein bisschen mit eingecremt. Habe ich sehr gemocht. Ne? Also ich habe so viele Tagescremes im Backup von den Adventskalendern. Die ich gerne mal ausprobieren möchte. Und da habe ich gedacht, jetzt probierst du mal unbedingt die von Nivea. Muss ich wirklich sagen. Hätte ich nicht 10.000 anderen Backups, die ich erstmal ausprobieren möchte, ich würde mir die nachkaufen. Ne? Also die gehört zu meinen Favoriten, wo ich sage, die würde ich mir nachkaufen. Davon gab es noch eine Nachtcreme. Die habe ich komischerweise noch. Die ist auch sehr ergiebig. Ne? Aber die habe ich noch nicht alle bekommen. Aber die ist nicht ganz so toll wie die. Aber die war gut. Die war mega. Also die hat mir gut gefallen. Also muss ich sagen, top, top. So, dann habe ich ein Gesichtswaschgel aufgebraucht, das fand ein Öl, das war ein Öl, das fand ich total toll, weil ich mache ja immer Doppelcleansing, ne, mit Make-up-Entferner und danach mit Waschgel oder Öl nochmal den Rest-Make-up runterholen mit einer Bürste, dann halt mit so einer Gesichtsbürste von Biotherm Total Renew Öl Biosource, ne, soll wie Self-Forming Oil Removes Make-up Anti-Pollution, 30 Milliliter war bloß eine kleine. Die war in irgendeinem Adventskalender. In dem 24 Luxus-Verwöhnmomente Adventskalender. Ich weiß es nicht so genau. Ich bin mir nicht sicher. Das war toll. Das war richtig toll. Und mit diesem kleinen Fläschchen, 30 Milliliter, bin ich ewig hingekommen. Ich kann euch das jetzt wirklich sagen. Also, ich bin lange damit hingekommen. Also, es war auch sehr ergiebig, das schäumt man dann auch so mit Wasser auf und tut man schön einmassieren, dass man so den Rest Schlonsmake-up runterbekommt. Und der Duft war toll. Also wenn ich nichts anderes im Backup hätte, ne, ich habe ja noch ein paar Gele da, ich würde mir das irgendwie nachbestellen oder kaufen in einer großen Flasche. Das fand ich gut, also das wäre so ein Nachkaufprodukt für mich, ne. Daumen nach oben hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, der Geruch war auch toll. Also ich mag ja so Wasch. Kleine Fliege, ja. Hau ab. Waschgele, Cremes.
die auch schön gut riechen, ne? Weil man steht früh auf und man riecht dann auch so nach Schlaf und so. Ihr wisst, was ich meine. Und dann mag ich es lieber, wenn ich so ein gut riechendes Gewaschgel mein Gesicht wasche. So. Ja, dann habe ich aufgebraucht ein Facial Toner von Skins Shimmers London, 60 Milliliter. Ich kann euch jetzt nicht mal sagen, wo das mit drin war. Ich habe hier sogar die Umverpackung noch liegen, aber auf die Umverpackung habe ich es mir auch nicht raufgeschrieben. In irgendeinem Adventskalender war die mit drin. Ich frage mich jetzt aber nicht, in welchem. 60 Milliliter war bloß eine kleine Größe, fand ich jetzt nicht so schön. Eine Gesichtstoner macht man so, ne, nach dem Waschgel, bisschen zum Nachklären auf dem Wattepad, wir wissen es alle, um das Gesicht vorzubereiten, wenn man sich Serum und Tagescreme aufträgt. Fand ich jetzt nicht so den Knaller und der Geruch war jetzt auch nicht so, würde ich mir auch nicht nachbestellen. Nach unten, Daumen nach unten. Das ist jetzt auch für mich nicht ein Produkt, wo ich sage, wow, würde ich mir nachkaufen. So. Dann habe ich von Rituals, das fand ich gut, das Peeling. Ein bisschen ist noch drin, das werde ich heute Abend nochmal rauskratzen. Ich mache immer Gesichtspeeling, zweimal die Woche, meistens Mittwoch und Sonntag. Und soll man ja bloß zweimal die Woche machen, ne? 75 Milliliter von Rituals Purify Skin Bright in the Face Exfoliator mit Moringa und Bamboo. Und ja, mit 75 Milliliter kommt man auch eine Weile hin. Wie gesagt, bisschen ist noch was drin. Und der Duft war schön. Und das sind ganz zarte Peelingkörner. Ne? Also die sind nicht grob, die waren recht zart. Und hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Daumen nach oben. Wie gesagt, heute mache ich das, den Rest alle. Und dann wird ein anderes genommen, was bei mir im Backup steht. So, dann habe ich wieder, das ist ein absolutes Empfehlungs-Favorite-Produkt, finde ich. Von Nisana Augen-Make-up Entferner, ölhaltig, pflegend, Aloe Vera, Gingo, für wasserfestes Make-up, 100 Milliliter. Das ist dieses Öl, schüttelt man. Ich muss euch wirklich sagen, ich habe andere Produkte schon ausprobiert aus Beautyboxen und Adventskalendern, aber es kommt an dem von Rossmann nicht ran. Ich kriege wirklich komplett alles damit runter, mit diesem Öl. Wirklich alles. Ich hatte schon Make-up-Entferner gehabt, da hast du nicht alles runtergekriegt. Da hast du immer noch, wenn du denn mit Waschgel hast, du immer noch einen Haufen. Aber damit kriege ich wirklich komplett mein Make-up runter. Und ich liebe lieber Öl, weil ich so beim Abschminken fängt dann immer an, meine Haut so ein bisschen zu brennen oder auch die Augen. Und damit kannst du auch super die Augen und da brennt nichts und kein Reibungsgefühl oder sonst was. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Also ich finde es gut. Ich habe auch schon mal das von Balea gehabt, von der DM-Eigenmarke. Fand ich nicht so toll. Das ist wirklich besser. Und ich liebe es und das kaufe ich mir immer nach. Es sei denn, ich habe sowas irgendwo mit drinne, dann probiere ich auch mal anderes aus. Aber das ist wirklich mit am besten. Wie gesagt, ich hatte schon teure Produkte gehabt aus den Beautyboxen und Adventskalendern. Die haben alle nicht getaugt. Ne? Und vor allen Dingen diese Micellenabschmink-Reinigungsdinger sind auch nicht so gut, finde ich. Ne? Aber die sind wirklich top. Also Daumen nach oben, das ist so geil. So, dann machen wir weiter mit Haare. Da habe ich einiges aufgebraucht. Haare. Natürlich ist wieder mein Isana Power Ultra Haarspray am Start. Mega starker Halt. Stufe 5. Ich brauche Haarspray nur für meinen Pony. Ansonsten brauche ich kein Haarspray. Und deswegen kaufe ich nur das Billigste. Ne? Und hole ich immer. Und das ist gut. Und das hält mein Pony. Ja, natürlich, wenn jetzt so ein Sturm ist hier wie draußen, hält es das auch nicht. Ne? Also, das ist ganz klar. Aber für mich reicht das und ich muss sagen, Daumen nach oben ist für mich ein sehr gutes Produkt. Ich liebe es und ich hole es immer nach. Ne? Und sind 250 Milliliter. Shampoo habe ich aufgebraucht, weil ich wasche ja nicht so oft meine Haare. Ich wasche bloß zweimal die Woche meine Haare und das reicht, ne? Weil ich habe eine relativ gute Haarstruktur und meine Haare fetten nicht so schnell. Die werden bloß dann halt so und fangen dann auch an, unangenehm zu riechen. Und dann denke ich mal so, jetzt musst du langsam mal Haare waschen. Aber fettiges Haar kriege ich ganz selten. Isana liebt die Erde Shampoo, unser Engagement von Rossmann. Ich glaube, das war so, war das so eine Limited Edition? Ich glaube, ja, die gibt es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. War bei der lieben Heike in Heikes Tauschpaket, ne? Und ich habe erst gesagt, brauche ich nicht. Und dann habe ich gemerkt, doch irgendwie nimm das mal. Und es war in Ordnung. Also ich habe, bevor ich hier mit YouTube angefangen habe, habe ich immer nur diese Billig-Shampoos von Isana gekauft. Und die haben mir immer gereicht.
300 Milliliter. Ja, ging auch relativ schnell alle, muss ich sagen. Aber ich habe auch immer, weil ich tue immer erst einmal schamponieren, ne? So ein bisschen einmassieren, ein bisschen mit Wasser und dann tue ich nochmal aufschäumen, nochmal nachschamponieren. Also ich nimm dann immer zweimal. Ja. Und ist gut. Also das roch so auch so nach Pfirsich. Aber das war gut. Das hat mir gut gefallen. Daumen nach oben. Also wirklich. Und das ist einfach nur für ganz normales Haar. Für jedes Haar geeignet, steht hier oben. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Es war wohl so eine Limited Edition. Dann Hitzeschutzspray von Isana. Pflege schützt ohne Ausspülen für alle Haartypen. 150 Milliliter. Das nehme ich immer, weil ich brauche Hitzeschutzspray, weil ich lasse die gerne Luft trocknen. Aber meine trocknen so schlecht und das dauert ewig. Und da muss ich dann immer nachfüllen. Und da ist es nicht verkehrt, wenn man ein Hitzeschutzspray reinmacht. 150 Milliliter reicht bei mir auch eine Weile. Und das hole ich mir immer. Das gibt es immer bei mir. Und das gefällt mir besser wie das andere von Isana. Ich weiß auch nicht. Das finde ich irgendwie besser. Ne? Ja. Und Daumen nach oben nehme ich immer. Und das ist gut, 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 gut. Dann habe ich, das war von Douglas Hair Protein Repair Intensiv Mask Almond and Chia. Für trockenes, strapaziertes Haar steht hier unten. Das war vorletztes Jahr, war die in dem Douglas, in irgendein Douglas Adventskalender und jetzt habe ich erst geschafft, die aufzubrauchen. Fand ich in Ordnung. 20 Milliliter, weil 20 Milliliter reicht bei mir für mehrere Anwendungen, bestimmt für fünf oder sechs Anwendungen, wenn nicht sogar mehr, weil sowas macht man meistens immer von den Längen rein bis in die Spitzen runter, ne? Und lässt man dann, hier steht oben 5 Minuten ein, 3 Minuten einziehen. Ich lasse immer Haarmasken so lange einziehen, wie ich denke, und dann werden die irgendwann rausgespült. Würde ich mir jetzt so nicht nachkaufen. Die war in Ordnung. Der Duft war angenehm, aber komischer, aber leider ist es so bei vielen, der Duft ist in den Haaren nicht drin geblieben, ne? Wenn man das ausspült, spült man den Duft mit raus. Ja, das ist immer doof, ne? Ich suche auch so Sachen, dass die Haare auch mal länger duften danach, ne? Ja, war in Ordnung, aber. Dann habe ich, ja, das fand ich jetzt auch nicht so gut, aus dem Balea-Adventskalender Haarmaske mit Duft nach süßen Beeren, Nährpflege, Antistatik-Effekt für wintergestresstes Haar. Ihr kennt das manchmal, dann die Haare stehen dann so ab, ne? Heizungsluft und Mütze und so. Ich bin ja kein Mützenträger, ich trage ja keine Mütze. Ich finde, Mützen gehen gar nicht. Ja, muss ja jeder, ne, jeder ist ja, muss ja jeder selber wissen. Aber auch diese Stirnbänder finde ich ja noch schlimmer. Und die finde ich ganz grauenhaft, die Dinger. Da siehst du mal aus, wie Witwe wollte, die Kinder wollte. Und es mag Menschen geben, denen das steht, aber schon ich wegen meinem Pony kann sowas schon nicht tragen. Und das, ich fühle mich denn so, wenn ich so eine Mütze oder so, das fühlt sich bei mir so. Fängt dann an zu jucken immer und ich mag das nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich ziehe mir bloß eine Kapuze drüber und fertig ist der Ofen. Und Antistatik kann ich jetzt nicht sagen. Das Haar, weiß ich nicht, sah aus wie immer, hat jetzt nicht viel gemacht. Duft ist auch nicht drin geblieben. Dann habe ich was. Da hat mir mal eine Zuschauerin drunter geschrieben, benutzt das mal, das macht das Haar schön glänzend. Aus dem Look Fantastic Adventskalender schon dieses Produkt, ne, hier in Silber. Wow, Color Wow, Dream Coat Supernatural Spray. 50 Milliliter. Duft war richtig übelst neutral, hat nach nichts gerochen. Das soll so das Haar, soll man so ein bisschen in, ins feuchte Haar machen, nach dem Shampoonieren, ne? Auch nicht ausspülen und nischt. Und danach hat sich das Haar schön kämmbar machen lassen und es hat einen schönen hat einen schönen Glanz gemacht. Glanz und Glamour hat es gemacht. Ja, die Haare haben schön geglänzt danach. Ne? Ist jetzt leider alle, aber es hat mir gut gefallen. Also das fand ich war ein gutes Produkt. So, Haarpflege fertig. Dann kommen wir jetzt zu meinem zarten Astralkörper. Ne? Ja, muss man ja mal so sagen. Nicht so. Habe ich von Sebamed frische Deo 48 Stunden medizinische Hautpflege. Nachhaltige Frische, keine weißen Rückschritte. Ihr wisst, wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich das immer nehme. Ne? Ich gehe jetzt nicht. Hier ist noch ganz schön viel drin, sehe ich gerade. Ich bin Abendduscher
Früh gehe ich nicht duschen, da mache ich mich bloß ein bisschen frisch. Es sei denn, es ist Sommer und es ist sauwarm, denn und auf Wäscherei, Arbeit ist noch wärmer. Da gehe ich früh auch duschen, ne? Da gehe ich früh und abend. Und aber das reicht mir zu, so für einen Tag gebe ich es mir auf den gesamten Körper. Und ja, dann fühle ich mich halt auch ein bisschen frisch. Und das ist immer mit dabei, ne? 75 Milliliter. Das ist zum Beispiel so ein typischer Jahresfavorit, was ich jeden Tag nehme in meiner Routine, wenn ich früh mich fertig mache. Ne? Das werden wir jetzt mal so trennen. Leider kriege ich das hier nicht ab, also bleibt's dran. Ne? So, ja, ich trenne mal schön, schön, schön. Dann Duschgele. Duschgele habe ich auch ein paar. Das war ein Flop-Produkt. Dresdener Essenz Duschseife Winterwärme. Es war in meinem Dresdener Essenz Adventskalender. Jasmin, Magnolie und Sandelholz. Es hat irgendwie gerochen wie eine ganz normale Seife. Und mag ich sowas nicht. Also das schäumt nicht auf der Haut. Es war nicht so ergiebig und es war nicht mein Ding. Muss ich jetzt wirklich mal sagen, ne? Ich habe die dann ein paar Mal angewendet und habe die dann als Handseife ganz normal weitergenommen. Ich habe ja auch noch andere Duschseifen im Backup. Mal gucken, wie die so sind. Und wenn die mir auch nicht gefallen, werden die weiter als Handseife benutzt. Ne? So, ja, ich mag mehr so Duschgel, Duschschäume, das was halt so ein bisschen schäumt auf der Haut, womit man das mit so einem Schwämmchen noch so ein bisschen zusätzlich verteilen kann, was sehr ergiebig ist. War jetzt nicht so meins. Daumen nach unten. So. Dann habe ich hier noch mal weiter aus dem Dresdener Essenz Adventskalender. Belebende Aloe Vera, pflegendes Duschgel, vitalisierende Frische. 20 Milliliter reicht für zweimal. Ne? Das war ein schöner Duft. Mit Aloe Vera hat mir gut gefallen. Und einmal streichelzarte Pfingstrose, pflegende Cremedusche, sanft und beruhigend. Ja. Ich hätte mir mal so gewünscht, dass es noch ein bisschen mehr intensiver alles riecht und auf der Haut riechen bleibt. Es hat mir, also das mit Aloe Vera hat mir besser gefallen wie das. Es war in Ordnung, ne? Kann man mal machen. Aber war jetzt auch nicht so, dass ich sage, wow, tolle Duschgele, würde ich mir jetzt nachkaufen. War jetzt auch nicht so, ne? Aber ich dachte, ich probiere mal aus dem Dresdner Essenz Adventskalender halt mal so ein paar Produkte aus. War in Ordnung, ne? So. Und dann bleiben wir weiter bei Duschgele. Und danach mache ich dann aus, ne? Dann machen wir einen zweiten Teil. Ja, das wird wirklich nötig sein. Aus dem Yves Rocher Adventskalender. Hier ist noch was drin. Das werde ich heute Abend, wenn ich baden gehe, das den Rest noch aufbrauchen. Orange Fondant Gel Dusche. Melting Orange. Und einmal hier with Argan and Rose. So eine Hammam Dusche. Ne? Jeweils beides hat 50 Milliliter. Ja, ich habe die besser eigentlich in Erinnerung. Ich hatte schon mal von Yves Rocher Duschgele. Aber irgendwie, ich weiß nicht, man duscht die ab und man riecht auch nicht lange was davon. Ja, es gibt dazu auch nicht zu allem Bodylotion. Hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Ne? Also, oh, war in Ordnung. Aber das waren halt so wie so Winter-Weihnachts. Und ich dachte, ich mache erstmal die ganzen Winter-Weihnachts-Sachen jetzt zu Ende. Und ja, was soll ich sagen? Dusche halt. Mich jetzt nicht so. Würde ich mir jetzt auch nicht nachkaufen, ne? Wie gesagt, hier ist noch was drin, das stelle ich mir hier hin. So, ihr Lieben, das war mein erster Teil von meinem Aufgebraucht Februar. Ja, es ist diesmal wieder zwei Teile, weil ich halt viel aus den Adventskalendern, ne? Weil was ich in den Beautyboxen drinne habe, da mache ich ja dann immer noch Beautyboxen extra aufgebraucht. Beautybox aufgebraucht, Glossybox, Beautybox, Quatsch. Beautybox wollte ich nicht jedes Mal dazu sagen. Oh Gott, Tony, ey. Und immer aufgebraucht, Glossybox, ne? Glossybox, Goodiebox, Pinkbox jetzt, ja. Hat sich auch schon einiges angesammelt. Also das ist auch bald soweit, dass ich da endlich mal Videos abdrehen müsste. Na, die aufgebraucht Glossybox und Goodiebox. Ja, da ist einiges auch dabei schon. Die Kiste ist schon wieder voll. Ja, und ihr Lieben, das war mein erster Teil. Ne? Und wenn dir der erste Teil gefallen hat, dürft ihr mir sehr gerne ein Däumchen nach oben geben und Liebe da lassen. Könnt mir sagen, was ihr davon auch hattet und was euch gefallen hat oder was ihr gut fand, was ich jetzt nicht gut fand. Ne? Oder vielleicht war die ein oder andere Empfehlung dabei, wo ihr sagt, ja, okay, probiere ich auch mal aus. Ne? Und hier siehst du,
mein Kanal. Den kannst du völlig kostenlos abonnieren. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Hier siehst du meine Playlist. Ja, von meinen aufgebraucht. Ne? Hier unten siehst du den aktuellsten Upload und einen Videovorschlag. Und ich sage jetzt erstmal Tschüssi. Wir sehen uns beim zweiten Teil wieder. Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut. Eure